Masseneinwanderung. Wir werden vielleicht noch darüber diskutieren, aber wenn wir jetzt schauen, was die Folgen waren in den letzten Tagen, klar, wir haben das Problem, wir diskutieren das in den Hauptstädten, in Brüssel, wie kommen wir weiter mit unserer Anbindung an Europa, an den Binnenmarkt. Das Zweite ist, dass es eine interessante Argumentation gab, die gar nicht auf die Schweiz ausgerichtet war, sondern, Moment, hier spricht das Volk, hat in der Schweiz die Möglichkeit, das ist ein Signal, was im Hinblick auf die Wahlen des Europäischen Parlaments eine Bedeutung hat. Also dieser Bezug wurde sofort gemacht. Und das Dritte, und das war interessant, als vor über 4 Jahren in einer Volksabstimmung der Bau von Minaretten in der Schweiz verboten worden war, war die Reaktion in der politischen Debatte auch in Deutschland so, dass man sagt, ist es eigentlich was Gutes? Ja, das ist doch gefährlich. Kann man das überhaupt machen? Und interessant, in den letzten Tagen war in der Debatte in Deutschland das Argument, dass die rechte Demokratie gefährlich ist, ist nicht gekommen. Es gab neue Umfragen, die bestätigt haben, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung mitbestimmen möchte, über Sachfragen entscheiden möchte. Von daher auch die offizielle Reaktion. Niemand hat diesen Entscheid in Frage gestellt, sondern die Frage war, wie geht man damit um. Wenn es allgemein gesehen etwas Gutes ist, die Bevölkerung stärker einzubeziehen, dann kann man das natürlich weiter diskutieren. In der Gegenüberstellung der Schweiz mit der deutschen Erfahrung sind wir überzeugt, es ist besonders interessant zu schauen, wo unterscheiden sich die direktdemokratischen Instrumente in Deutschland, die es ja zu einem sehr weiten Ausmaß gibt, auf der Länderebene, auch in Kommunen. Wo unterscheidet sich das gegenüber der Schweiz? Und da gibt es 3 Aspekte. Das eine ist auf Bundesebene. Herr Bartels hat sich in der SPD eingesetzt für eine entsprechende Initiative, dass es auch kommt in Deutschland. Das zweite ist die Frage der Kohlen. Und das dritte halte ich so in meiner Erfahrung hier in Deutschland für den wichtigsten Unterschied, nämlich die Tatsache, dass über das Wichtigste im Verhältnis zwischen Bürger und Staat, nämlich das Geld, in Deutschland nicht abgestimmt wird. Was passiert ist, ist Folgendes. Das Thema der Einwanderung ist ein 50-50 Thema in der Schweiz, das wusste man. Die Frage ist, geht es 45-55 in die eine oder andere Richtung aus? Das war eigentlich die Ausgangslage. Ich glaube, es gab 3 Gründe, dass das Resultat so ausgefallen, wie es ist. Das erste ist, dass die Überfremdung, wie es genannt wird, das Schlagwort in der Schweiz mit einem Ausländeranteil von 23% plus 3,5% Grenzgänger, 26,5%, das ist nahezu das Dreifache des Ausländeranteils in Deutschland, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir langsamer einbürgern, sicher das Doppelte. Wir haben eine gewaltige Integrationsleistung hinter uns gebracht in der schweizerischen Gesellschaft. Trotzdem, es gibt eine große Betroffenheit und ich glaube, das heißt Heimatsverlust. Eigene Erfahrung, Kneipe in Zürich, gehe rein, bestelle Kaffee, stelle fest, die Frau, die mich bedient, versteht nur Englisch. Ich bin betroffen. Im öffentlichen Raum meiner eigenen Stadt wird meine Sprache verdrängt. Tatsache. Also es gibt diese Angst des Heimatverlustes. Das zweite ist die Bedrohung von außen. Wirtschaftskrise, Eurokrise, alles Schlimme jenseits der Schweizer Grenzen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Globalisierungsängste, die überall stattfinden, in der Schweiz nach außen zu projizieren. Sie sind noch nicht. Die Bedrohung ist noch nicht im Wohnzimmer angekommen und hat einen Adressaten. Das ist die EU, das ist die Personenfreizügigkeit und das sind die da außen. Und das Dritte war, dass die Gegner der Initiative wirtschaftlich argumentiert haben. Intellektuell, argumentativ, es waren Bauchgefühle. Und es ist die zentrale Frage, gelingt es der Politik, die Bürger
bei ihrem Bauch abzuholen, nicht beim Kopf. Ist es nicht gefährlich, wenn es zu viel Bauch gibt? Oder wer ist verantwortlich für den Bauch? Die Regierung? Bitte, Frau Leidig, Sie möchten lernen von der Schweiz. Also ich möchte mal sagen, dass das, was hier als die Betroffenheiten beschrieben werden, natürlich bei uns genauso vorhanden ist. Und wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit Fernsehbilder sehen müssen, wo sich Menschen in großer Wut gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in ihrer Wohnumgebung wenden und dort martialische Bilder entstehen. Und ich glaube, dass es nichts nützt, sich sozusagen diesem Widerspruch zu entziehen, indem man ihn nicht zum Ausdruck kommen lässt. Die Frage ist, wie man eben mit den Ängsten der Menschen umgehen kann und welche Lösungen, welche auch politisch gestützten Lösungen, aber auch Lösungen, die im Gemeinwesen selbst entwickelt werden, gefunden werden können. Und ich glaube, das ist ein Problem bei der wirtschaftlichen Argumentation, die bei uns ja auch eine wichtige Rolle spielt, schon die ist, dass es eben auseinanderklafft, also dass sozusagen die Nutznießer und diejenigen, die sich bedroht fühlen und die Angst haben vor Heimatverlust oder eben auch vor wirtschaftlicher Konkurrenz, dass sie nicht identisch sind. Also es gibt eben auch Gewinner und Verlierer. Ich glaube, dieser Tatsache muss man sich stellen und dann eben gut hingucken, wie können diejenigen, die eher zu den Verlierern gehören, in eine Situation gebracht werden, wo diese Ängste nicht mehr notwendig sind. Frei, sehen Sie das genauso oder hat jetzt dieses Ergebnis in der Schweiz innerhalb der CDU definitiv noch den Todesstoß für jegliche Bewegung in Richtung direkter Demokratie? Also ich muss Ihnen sagen, dass ich anders als Sie, Herr Botschafter, sehr skeptisch bin gegenüber stärkeren direktdemokratischen Elementen in Deutschland, auch in den Ländern, auch in der Kommunalpolitik. Aber dass ich das ausdrücklich nicht in Verbindung bringen möchte mit der Entscheidung vom 9. Februar in der Schweiz. Denn es verbietet sich aus meiner Sicht von vornherein, dass man Entscheidungen des Souveräns danach sortiert, ob man mit ihnen einverstanden ist oder nicht. Das gilt in Sachfragen, jetzt am vorvergangenen Sonntag in der Schweiz, genauso wie für andere Wahlen. Also wir beide hätten uns im Zweifel ein Bundestagswahlergebnis gewünscht, das auch andere Koalitionen ermöglicht hätte. Also mitunter kommt man auch zu dem Ergebnis, dass auch bei einer Parlamentswahl Ergebnisse rauskommen, die man sich anders gewünscht oder vorgestellt hätte. Also das ist aus meiner Sicht kein Argument. Das ist zu respektieren, wie die Schweizer Stimmbürger abgestimmt haben. Und losgelöst davon ist letztlich die Frage zu diskutieren, mit welcher Form von Demokratie man besonders gute Ergebnisse erzielt. Denn ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland ein Demokratiedefizit haben. Und ich würde auch sagen, dass wir letztlich mit der repräsentativen Demokratie, wie wir sie in Deutschland praktizieren, bei uns und in unseren Verhältnissen in den vergangenen Jahrzehnten hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Also das, was für die Schweiz ein richtiger Weg zu sein scheint, das muss nicht zwangsläufig für Deutschland genauso gelten. Und insofern denke ich, gilt es zunächst einmal voller Respekt auch auf das System des Nachbarns zu schauen. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, darf man diese Debatte nicht unter dem Gesichtspunkt führen, wie erreiche ich das bestmögliche Ziel oder den bestmöglichen Weg zur Verwirklichung meiner eigenen Ziele. Beide Formen von Demokratie sind grundsätzlich akzeptabel und gut. Herr Bartus, Sie haben mit der CDU verhandelt, zwei Tage lang. Was ist da rausgekommen? Konnten Sie trotzdem Ihre Argumente auch geltend machen, dass es doch wichtig wäre, mehr direkte Demokratie zu haben? Oder hat wirklich dieses Argument, dass die Systeme so verschieden sind, dass es einfach unmöglich ist, in einer repräsentativen Demokratie wie hier in Deutschland so ein neues Mittel einzuführen, gewonnen? Ich habe nicht persönlich verhandelt, ich habe es dann auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Oberverhandler in diesem Bereich, Thomas Oppermann, ich glaube, es war Hans-Peter Friedrich, sich damals schon so gut verstanden haben, dass es so schwierig ist,
Das ist aber schön gesagt. Also, Mehrheit gäbe auch in der Union für eine gemeinsame Lösung. Ja, nicht die große Lösung, aber sozusagen den Einstieg in Abstimmungen auf Bundesebene. Das ist dann ja eben nicht an der CSU, wie es auch in ihrem Grundsatzprogramm stehen hat, gescheitert, sondern daran, dass die CDU nicht in ihrem Grundsatzprogramm, aber in ihrem Wahlprogramm stehen hatte. Und insofern gab es keine Einigung dieser dann erkennbar noch drei Parteien, die sich hätten einigen müssen. Das ist ein bisschen schade, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, wir hätten immer noch keine Mehrheit im Bundestag ohne die CDU. Wir hatten ja einen Antrag noch in der letzten Wahlperiode eingebracht, also einen reinen SPD-Antrag, der auch für schon mal eine SPD-Grüne Initiative zu rot-grünen Regierungszeiten, aber da hatten wir auch nicht eine normale Mehrheit und keine Zweidrittelmehrheit. Aber wir waren schon relativ weit. Also beim letzten Mal waren es SPD, Grüne, Linkspartei, FDP, die dafür gesprochen haben. Wir wissen, dass in der CSU es eben diese Tendenz gibt, also noch etwas mehr zuzulassen, etwa in EU-Angelegenheiten. Also ich hatte den Eindruck, es bewegt sich was auch auf der Unionsseite. Die Argumente in der Debatte von Unionsseite gingen ja nicht mehr dahin zu sagen, wir wollen das überhaupt gar nicht, was ja auch komisch wäre, weil es jede Menge unionsregierte Bundesländer gibt, wo es das gibt, und Kommunen sowieso, sondern so nicht. Und unsere Frage war dann immer, aber wie dann? Also wir sagen nicht, dass es nur eine Form direkter Demokratie geben kann, so muss es dann sein. Wir haben nachher mal einen Vorschlag bekommen, denke ich, so wäre es besonders gut. Wir haben zum Beispiel in unserem Vorschlag auch Vorkehrungen getroffen gegen solche Eskapaden wie jetzt in der Schweiz mit der Masseneinwanderung. Also das wäre hier nicht zur Abstimmung gekommen, nach unserem Wahlgesetz, weil das der Abstimmungsgegenstand dann schon konform sein muss mit dem internationalen Recht. Also wenn Deutschland in der Europäischen Union Mitglied geworden ist, dann muss das europäische Recht unmittelbar gelten, das geht im Grundgesetz. Und sozusagen diese Abstimmung hätten wir nicht gehabt. Aber da sind wir mal wieder einig, also natürlich ist das völlig zu respektieren, dass die Schweizer Bürger auf der Grundlage ihrer demokratischen Möglichkeiten entschieden haben, so wie das ja auch im Parlamentarismus manchmal ist, dass man sich korrigiert. Es besteht ja auch hier die stille Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt dieses korrigiert wird. Diese Hoffnung ist nicht so stiff, die wir schon auch haben. Die Schweiz war in den letzten zwei Wochen enorm im Schaufenster, leider nicht positiv, auch in der EU. Haben Sie, Sie haben schon seit Jahrzehnten eigentlich sich in Deutschland stark eingesetzt für mehr direkte Demokratie. Sind Sie dann irgendwann zur EU gegangen, weil Sie dann das Gefühl hatten, dass es dort besser funktionieren könnte, weil es scheinbar in Deutschland nicht funktioniert? Oder, und wie war die Stimmung in der EU gegenüber dem Schweizer Gefährdnis? Generell nicht so gut, das muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, dass ein Grund zum Beispiel, warum Herr Barroso wenige Tage danach in Brüssel in einer Pressekonferenz die Folterwerkzeuge ausgepackt hat und der Schweiz mal aus der Ferne gezeigt hat, was man alles gegen sie ins Feld führen kann, ist nicht nur, dass man dieses Ergebnis nicht gut findet, sondern ich glaube, die EU hat an dieser Stelle ein doppeltes Problem. Es hat ein Problem damit, dass die Personenfreizügigkeit, die eine der Grundlagen der europäischen Verträge darstellt, in Frage gestellt wird. Und sie hat ein Problem mit der Methode, nämlich, dass die Menschen da einfach entscheiden können. Also Barroso hat vor vielen Jahren einmal gesagt, solange die Schweiz diese extreme Form von direkter Demokratie habe, könne sie nie in die Europäische Union aufgenommen werden. Also weniger jetzt nur eine Frage, ob die Schweizer wollen, sondern Europa will gar nicht. Das ist ja ein Virus, der könnte ansteckend werden. Aber um noch von der anderen Seite auf Ihre Frage zu antworten. Also Sie haben ja mich gefragt, warum bin ich nach Brüssel gegangen? Ich hatte damals diesen Gesetzentwurf formuliert. Es gab ja schon mal übrigens eine Koalition, die hatte das im Koalitionsvertrag stehen. Das war die damalige rot-grüne Koalition. Da habe ich damals verhandelt auf der Fachebene mit damals Otto Schily und Hertha Doppel-Berlin. Und wir haben das konsensual in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und Herr Bartens sprach vorher dann von der anderen Ebene, die gab es damals auch. Das waren die Herren Trittin, Fischer, Lafontaine
und Schröder, die haben das am Ende wieder gekillt. In der sogenannten Bereinigungsrunde wurde das gestrichen. Wir hatten damals bei den Grünen noch das Prinzip, dass ein Parteitag, ein kleiner Parteitag, dem Koalitionsvertrag zustimmen musste. Da wurden wir gefragt, warum steht da nicht drin, was wir im Vorsitzender auf Bundesebene, denn wir hatten vorher ein Verhandlungsmandat formuliert, in dem das einer der vier Schwerpunkte war. Dann wurde dort erklärt, ja, das haben wir es nicht gewollt. Ich habe dann präzise dargelegt, wie das in den Verhandlungen gelaufen ist. Und dann hat uns die grüne Basis beauftragt, und zwar mit über 90% Mehrheit, an dieser Stelle nachzufahren. Das haben wir gemacht. Und wir haben es dann in den Vertrag noch hineinbekommen. Das war die Bedingung, der Koalitionsvertrag zu schreiben. Ich war zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr Bundestagsabgeordneter. Ich bin ja in meinem Leben immer neben der Tätigkeit als Abgeordneter, die ich immer nur auf Zeit wahrnehme, weil ich das nicht als Beruf sehen will und für mich definitiv auch nicht mehr als Beruf sehen möchte, sondern als ein Amt, das ich auf Zeit ausübe und dann sozusagen kehre ich zurück in meine übrigen Tätigkeiten. Und diese übrigen Tätigkeiten sind überwiegend, dass ich mehr Demokratie gegründet habe in Deutschland und gegenwärtig Democracy International, eine internationale Demokratiebewegung, aufbaue. Und wir haben dieses Thema ja sehr gründlich bearbeitet. Ich habe dann von außen versucht, dafür zu sorgen, dass was im Vertrag steht, jetzt auch umgesetzt wird. Das passierte nicht, weil es von oben nicht gewollt war. Ich bin dann skurrilerweise in dieser Legislaturperiode nachgerückt und kam dann noch 1,5 Jahre vor Schluss und habe dann eine Arbeitsgruppe zusammengetrommelt aus SPD und Grünen, um den Gesetzentwurf zu schreiben, um das umzusetzen. Dann kam, ich sage jetzt absichtlich keinen Namen, kam jemand vom Fraktionsvorstand der SPD und hat gesagt, wir hören die Arbeit hier im Volksbegehren Volksentscheid. Sofort beenden, die beiden Dicken wollen das nicht. Und da hatten sich also zwei geeinigt, das machen wir nicht. Dann müsste man das in den Fraktionen diskutieren, ich versuche das sehr kurz zu erzählen. Das Ergebnis war, dass die Fraktionen gesagt haben, wir wollen das aber. So ist es übrigens ständig mit dem Volksentscheid. Wenn Sie in Deutschland fragen, dann wollen 4/5 der deutschen Bevölkerung den Volksentscheid. Und zum Beispiel in der CDU ist es so, 78% der CDU-Wähler wollen direkte Demokratie. Wenn die da oben sitzen, die wollen es immer nicht. Und das kann ich verstehen, wenn ich oben sitze. Das wird jetzt gesund, nicht immer oben zu sitzen. Ja, weil man sollte nie, das ist eigentlich Montesquieu, diejenigen, die sozusagen im Vollbesitz der ihnen übertragenen Macht sind, darüber entscheiden lassen, welche Rechte der Souverän hat. Das halte ich für einen Grundfehler. Das finde ich in der Schweiz besser gelöst. So, und dann haben wir doch noch einen Gesetzentwurf gemacht, haben ihn eingebracht, und der ist damals mit 349 Stimmen Ja und 199 Stimmen Nein knapp gescheitert. Das ist eine überwältigende Mehrheit. Knapp gescheitert, weil wir die Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten des Hauses brauchen. Und die haben wir immer noch nicht, solange die Union blockiert. Aber ich bin nicht deswegen nach Brüssel gegangen, weil inzwischen in Deutschland sehr viele sind, die dieses Thema verinnerlicht haben und dafür kämpfen. Auch mehr Demokratie sehr gut aufgestellt und sehr erfolgreich ist. Aber wir das Problem haben, dass während wir hier über direkte Demokratie in der Kommune, im Land, im Bund reden, 60-70% der uns bindenden rechtlich wirksamen Entscheidungen nicht mehr hier getroffen werden, sondern in Brüssel. Und da gibt es viel weniger Demokratie. Also habe ich mir gesagt, man muss dorthin, wo heute diese Rahmenentscheidungen getroffen werden, und muss dort für mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung sorgen. Das ist, was ich jetzt mache, und da habe ich auch schon einige Erfolge erzielt. Herr Frey, Sie wurden direkt angesprochen, Sie sitzen jetzt noch nicht so lange oben. Aber wehren Sie sich einfach gegen unten, damit da nicht die Volksstimme raufkommt? Oder was ist der Grund, den Bürgern mehr Mitsprache zu geben? Nein, also überhaupt nicht. Zumal man ja fragen muss, ob das Sitzen im Bundestag bereits zu oben gehört. Aber ich glaube, es kann überhaupt nicht um die Frage gehen, wie schafft man Partizipation bei politischen Prozessen. Ich würde einfach in Abrede stellen, dass es das heute nicht gäbe, sondern selbstverständlich gibt es viele Formen der Beteiligungsmöglichkeiten und die werden ja auch effektiv genutzt. Es ist einfach so, dass wir, glaube ich, mit der Schweiz ein Beispiel in der direkten Demokratie haben, wo man ohne Zweifel aus einer langen Tradition heraus auch sehr positive Ergebnisse sehen kann.
Wenn ich mir das in Deutschland anschaue, dort wo es Formen von direkter Demokratie gibt, dann würde ich das so eingeschränkt nicht sagen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich war die vergangenen 9 Jahre Oberbürgermeister in einer vergleichsweise kleinen Stadt. Und in Baden-Württemberg, da sind wir sicherlich nicht der Spitzenreiter in Deutschland, anders als beispielsweise Bayern, was Formen der direkten Demokratie anbelangt, erleben wir es in der Regel, dass Entscheidungen, die in Form von Bürgerentscheiden getroffen werden, niemals für ein Projekt getroffen werden, sondern immer in Abwehrhaltung gegen irgendetwas. Und wenn man das analysiert in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlicher Größe, dann führt es im Wesentlichen dazu, dass Fortschritt behindert wird, aber nicht, dass Fortschritt ermöglicht wird. Und ich habe das in meiner eigenen Stadt erlebt und muss sagen, dass das ein Erlebnis war. Also das ist gut ausgegangen. Und trotzdem war es ein Erlebnis, das meine Euphorie für die direkte Demokratie nicht befördert hat, sondern eher umgekehrt. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Bauer? Was haben Sie endlich erfahren? Ja, ich wollte genau mal andersrum argumentieren. Wir kommen ja nicht von der Schweizer Vorbild her, sondern daher, dass es in Deutschland die direkte Demokratie nur auf der Bundesebene nicht gibt. Auf einer Ebene haben wir sie, es gab die lange schon in Süddeutschland, das ist Deutschland, wo ich herkomme, erst in den 80er Jahren haben die Landesverfassung gekommen, das haben die Deutschlandbürger entscheidet, durchführt, konnte, das haben die Nationalverfassung. Also inzwischen haben wir das verhindert. Es ist wirklich in allen Bundesländern so, dass abgestimmt werden kann. Und ich muss nicht nur vorbei an Finanzwirtschaft sehen, der Haushalt kann nicht abgestimmt werden. Dann hat jedes Land so unterschiedliche Regelungen, also das Saarland sehr extrem, also was man alles nicht, also keine Finanzwirtschaftsgesetze. Anderswo steht das gerade nicht, dass man Finanzwirtschaftsgesetze abstimmen darf, dann darf man. Aber zum Beispiel nicht diese Beamtenbesoldung, also da gibt es natürlich schon unterschiedliche Ausnahmen. Also die kann man jeweils sehen. So weit geht wie in der Schweiz ist es natürlich nicht, aber wir kommen mal hier von diesem Teppich direkter Demokratie in Deutschland, in den Ländern und Kommunen und sagen, da gibt es noch eine Lücke im Grundgesetz. Da steht was von Abstimmungen, aber es ist nicht ausgeführt. Wahlen ist ausgeführt, Abstimmungen sind nicht ausgeführt. Wir haben zum ersten Mal jetzt im letzten Jahr einen Entwurf für ein Abstimmungsgesetz vorgelegt, also nicht nur die Grundgesetzänderung, also Ergänzung des Grundgesetzes, sondern auch das Gesetz, was dies da durchführen würde. Kann man alles ändern, aber man muss es erstmal haben, man muss wollen, dass es in die Richtung geht und dann kann man auch schrittweise vorgehen. Und wir haben zum Beispiel sehr hohe Quoren vorgesehen für die Beschlussabstimmung. Nicht bei der Einbürgerinitiative, aber wenn es dann wirklich zum Volksentscheid kommt, dann sollen 15 Millionen Bundesbürger schon zugestimmt haben. Also 25% Zustimmungsquote. Das ist relativ hoch. Also für alle, die Angst haben, das könnte jetzt von irgendwelchen Minderheiten instrumentalisiert werden, ist das schon mal der Versuch, diese Angst zu nehmen. Wenn man feststellt, auf die Weise kommt nie was zustande, muss man natürlich noch mal ein bisschen nachjustieren. Aber ich glaube, die Erfahrung, die in Ländern ist so schlecht nicht, die ist wie in der Schweiz, mal so, mal so. Ich glaube, in Hamburg hat man ein schlimmes Wahlrecht beschlossen, auf diese Weise, dass man niemand mehr versteht, wenn die Wahlbeteiligung senkt und wirklich nicht gut ist, trotzdem geht die SPD dann erst wieder mehr. Das spricht aber als Begründung nicht aus. Bayern sozusagen das schärfste Nichtraucherreglement in Baden-Württemberg, ich finde sehr zum Nutzen von auch repräsentativer Demokratie, eine befriedende Abstimmung in Sachen Stuttgart 21. Also es gibt gute Beispiele und selbst in den Städten können wir leben. Da reite ich gleich dazu. Es war sehr schön ausgedrückt von Herrn Frey, wenn zu viel direkte Demokratie da ist, dann werden Projekte verhindert und der Fortschritt behindert. Sind Sie eine Verhindererin von Fortschritt, Frau Lehrer? Nein, ich habe mich schon gewundert über die auch in anderen Fällen nicht, aber ich habe mich schon sehr gewundert über die. Ich möchte mal sagen, borierte Haltung, das ich bei Ihnen wahrnehme, weil es ist ja die Frage, was wird als Fortschritt definiert.
Und was empfinden die Menschen als eine Verbesserung ihrer Lebensqualität? Oder was sind die Ziele und Ideen, die die Mehrheit der Bevölkerung vertritt? Und was ist das, was Politiker vertreten, die vor Ort beispielsweise mit einem Bauunternehmen zusammenarbeiten oder mit einer Tunnellobby, wie das jetzt in Stuttgart der Fall ist, wo sich eine große Versammlung getroffen hat von Tunnelbauern, die beschlossen haben, gemeinsam mit der Bahn, so und so viele 100 Kilometer wollen wir in den nächsten 10 Jahren bauen, ohne dass die Bevölkerung daran beteiligt ist, ohne dass es überhaupt eine Transparenz darüber gibt. Und ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Knackpunkt besteht, dass natürlich bei jeder Form von direkter Demokratie auch um ein hohes Maß an Transparenz geht. Und das Zweite ist, Sie haben auch gesagt, Herr Frey, dass Sie finden, dass mit unserer Form der Demokratie, bei der eben auf Bundesebene gar keine direkte Demokratie möglich ist, die besten Ergebnisse erzielen. Ich finde, auch da muss man die Frage stellen, aus wessen Perspektive wird denn da bewertet? Und es ist eben so, dass ein Großteil unserer Bevölkerung der Meinung ist, Demokratie geht besser, wenn mehr direkte Beteiligung da ist. Und ich muss sagen, dass ich als Abgeordnete es ausgesprochen unbefriedigend finde, dass eigentlich die Macht auf Bundesebene von den Parteien ausgeht und nicht vom Volk. Und dass das dazu führt, dass auch innerhalb des Parlaments ganz ungute Arbeitsbedingungen sind und die Fraktionsdisziplinen dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich von vielen gar nicht mit Überzeugung getragen werden. Und ich bin in der deutsch-schweizerischen Parlamentariergruppe und als wir ein Treffen hatten und über dieses Thema gesprochen haben, wie schwierig das für mich auch als jemand, die über 30 Jahre außerparlamentarisch politisch gearbeitet hat, diese Formalisierung und dieses formalisierte, ritualisierte Gegeneinander der Parteien im Parlament ist, haben die dann gesagt, naja, für uns stellt sich das anders dar, weil in den wirklich wichtigen Fragen entscheidet sowieso das Volk, da nehmen wir uns nicht so wichtig. Und das finde ich einen ganz bedeutsamen Aspekt, dass sozusagen die eigene Wichtigkeit und das eigene Vermessensein, indem man sich anmaßt zu entscheiden, was eigentlich das Richtige ist, ein bisschen bescheidener wird. Und man wird nicht mehr souverän als Herr Gudimann, können Sie uns gleich darauf sagen, sind wir ein Exempel für Fortschritt in der Schweiz und wie entsteht das? Gibt es besonders zu dieser Frage des Geldes im Staat, gibt es hier ein Muster, wo man sehen kann, ja, da geht es in eine gute Richtung, was in Deutschland vielleicht noch nicht der Fall ist? Also ich hüte mich davor zu sagen, das ist eine ganz tolle Sache in der Schweiz, die sie auch machen. Was mir aber auffällt, ist Folgendes. Wie Brandt hat mal gesagt, mehr Demokratie wagen. Also offensichtlich ist das eine todgefährliche Geschichte. Also mehr Demokratie wagen, natürlicher Wissen, es gibt eine historische Erfahrung. Umgekehrt in der Schweiz haben wir ein blindes Vertrauen in den Volkswillen. Höchst gefährlich. Weil ich nicht überzeugt bin, dass der Volkswillen immer den Rechtsstaat schützt. Weil es kann ja alles zur Disposition gestellt werden. Man kann sagen, ich glaube, die Abschaffung der Todesstrafe gehört zum Bestand des Rechtsstaates im europäischen, nicht interessant, europäischen Verständnis. Theoretisch könnte man die Wiedereinführung der Todesstrafe über eine Verfassungsänderung in der Schweiz wieder einführen. Ich glaube, im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus. Aber das Zweite ist auch das Völkerrecht. Es gibt jetzt eine Bewegung der Schweiz, die sagt, Völkerrecht? Naja, da gibt es völkerrechtliche Verpflichtungen. Wenn das Volk es anders will, dann kündigen wir das Volk die völkerrechtliche Verpflichtung. Und der Bevölkerung zu sagen, oder diesen Leuten zu sagen, Moment, das sind nicht Dinge, die man kündigen kann, das sind Menschenrechte. Also da ist einfach, da steht auf der einen Seite die historische Erfahrung der Gefährlichkeit von Demokratie zum blinden Vertrauen. Vielleicht ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also ich möchte jetzt nicht einfach sagen, blindes Vertrauen. Jetzt noch zur Frage des Geldes. Das ist meine Erfahrung hier in Deutschland. Das habe ich erst hier gemerkt.
dass der eigentliche Vorteil unseres Systems in der Tatsache liegt, dass wir über das Geld abstimmen. Und das liegt in unserem System, wie der Staat Geld einnimmt und es wieder zurückgibt an die Bürger. In der Schweiz haben wir eine Budgethoheit der Gemeinden, der Kantone und des Bundes. Das bedeutet, jede der 4000 Gemeinden entscheidet unabhängig, wie viel Steuern braucht die Gemeinde und wie viel Geld will sie wie ausgeben. Und sowohl der Einnahmeentscheid als auch der Ausgabeentscheid ist in sehr vielen Fällen direkt demokratisch begründet. Das heißt, Steuererhöhungen sind in den meisten Fällen Gegenstand direkt demokratischer Entscheidungen. Notabene in den meisten Fällen, das sieht man jetzt in letzter Zeit, sind Steuererhöhungen angenommen worden. Jetzt die Tatsache, dass Sie auf drei Ebenen dieses System haben, schafft eine viel größere Transparenz über das Wichtigste im Staat, und das ist das Geld. Und wenn ich in Deutschland hineingucke, das Geld wird so organisiert, dass alles Geld in der ganzen Republik kommt in eine riesige Badewanne. Darüber waltet Herr Schäuble und darüber das Parlament. Und aus dieser Badewanne gibt es 10.000 Schläuche. Und diese Schläuche gehen nicht mal direkt zum Projekt, sondern in Fördertöpfe. Und hinter dem Vorhang sind die Politiker, die über Töpfe schachern. Das heißt, die Politiker, die über die Verwendung von Töpfe entscheiden, entscheiden an sich nicht im direkten Auftrag der Geldverwendung des Parlaments, sondern im Machtgerangel der Partei. Und dann, bis das Geld ankommt, ist es so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass ein Bundestagsabgeordneter vor allem darum besorgt sein muss, dass die Schläuche möglichst ersprießlich in den Wahlkreis fließen und sich nicht darum kümmern muss, wie das Geld in die Badewanne kommt. Denn das ist eine ganz andere Diskussion. Genau. Jetzt, in der Schweiz ist diese Diskussion direkt gekoppelt. In einer Gemeinde, die eine Turnhalle bauen will, muss der Gemeinderat aufstehen vor der Gemeindeversammlung oder es wird abgestimmt in einer Stadt. Und dort wird nicht über die Turnhalle abgestimmt, sondern über den Kredit für die Turnhalle, der gekoppelt ist an die Diskussion, erreicht das Geld, dann müssen wir ja vielleicht die Steuern erhöhen. Also diese Transparenz ist vielleicht in der Verwaltung nicht sehr billig, weil jede Gemeinde ihre eigene Verwaltung hat, aber in der Transparenz und in der Sparsamkeit sehr effizient. Herr Frey, Sie müssen Herrn Schäuble verteidigen und darlegen, dass Sie nicht einfach die Badewanne verwalten, bitte. Muss ich das tatsächlich? Denn die Analyse von Ihnen, Herr Botschafter, die fand ich ziemlich richtig. Das sind aber Argumente, die sprechen für direkte Demokratie und zugleich auch dagegen. Für Deutschland bedeutet das nämlich aus meiner Sicht, dass bei uns das Verhältnis zwischen Kommunen, Ländern und Bund überholungsbedürftig organisiert ist und in der Schweiz eben besser zwischen Bund, Kantonen und Kommunen. Das wird man im Zweifel durch die Frage direkte oder indirekte Demokratie nicht ändern. Wir sprechen über das Thema ja nicht nur auf Bundesebene, sondern die Diskussion ist ja weiter gefasst auf allen staatlichen Ebenen. Und da muss man sagen, wenn man etwa die Länderebene nimmt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Lösungen, das ist so ähnlich wie in der Schweiz, von Kanton zu Kanton unterschiedlich und das Gleiche gilt letztlich für den Kommunalbereich in den einzelnen Ländern. Dann ist es in der Regel auch so, dass die Frage, was macht man und wie wird es finanziert, nicht konkurrent abgestimmt wird. Und eigentlich ist es bei uns auch gar nicht möglich, weil unser Föderalismus beispielsweise von einem Wettbewerbsföderalismus zu einem Nivellierungsföderalismus degeneriert ist. Das heißt, diejenigen, die viel ausgeben auf einer bestimmten Ebene, werden dafür nicht bestraft, sondern durch Ausgleichssysteme und Ausgleichszahlungen kommen die dann am Ende doch zu ihren Ergebnissen. Und im kommunalen Bereich gilt es mit den kommunalen Finanzausgleichssystemen exakt gleich. Und deswegen haben wir eine Situation, wo man im Zweifel immer sagen wird, ja, wir wollen das halt mal. Aber deswegen wird weder die Grund- noch die Gewerbesteuer erhöht. Und wir wollen auf Landesebene beispielsweise die gebührenfreien Kitas
Aber gleichzeitig wird nicht darüber abgestimmt, wie das letztlich finanziert werden soll. Also die Analyse, die Sie betrieben hatten mit der Badewanne, die fand ich sehr schön und trifft die Wirklichkeit ziemlich exakt. Und dieses Bild werde ich mir für weitere Diskussionen gerne ich möchte dieses Bild nämlich auch gleich weiterverwenden. Herr Häfner, Sie sitzen ja bei der EU bei einer Mega-Badewanne. Das ist eigentlich eine Super-Badewanne, die Sie verbauen. Genau, also eigentlich müssen wir jetzt das Bild von Herrn Rüdimann einfach zu einer europäischen Badewanne erweitern, die also eine bestimmte politische Vorstellung ernst nimmt. Und wir müssen über Herrn Schäuble einen europäischen Kommissar setzen, der dann Herrn Schäuble wiederum sagen kann, was Herr Schäuble ausgeben darf und was nicht und wie er die Einnahmen organisieren muss. Ob es dadurch übersichtlicher wird und besser, da bin ich nicht ganz sicher. Ich fand das aber jetzt, Herr Frey, wenn Sie erlauben, maßvoll elegant, wie Sie geantwortet haben auf Herrn Rüdimann, denn die haben ihm völlig recht gegeben und dabei von ihm nur einen Teil aufgegriffen dessen, was er sagte. Und mir schien der eigentlich wichtigere Teil, jedenfalls, falls ich ihn recht verstanden habe, die These, dass die Tatsache, dass wir, also das ist sozusagen nicht nur das Föderalismusproblem, sondern die These, dass wir in Deutschland die Bürger über das Geld nicht entscheiden lassen. Entscheidend dazu beiträgt, dass das bei uns so läuft, wie es läuft. Und ich würde das gerne unterstreichen wollen. Und ich glaube, es ist einfach immer, es ist einfach, das Geld anderer Leute auszugeben. Ja? Es ist aber was anderes, wenn man die Leute fragt. Und das geschieht über Schweiz regelmäßig. Man muss das da sogar in bestimmten Fällen tun. Also zum Beispiel müssen Sie ab einer bestimmten Ausgabenhöhe müssen die Bürger zustimmen. Ja? Oder das, was Herr Gullimann sagt, ich lasse mir das immer schicken aus der Schweiz. Ja? Und übrigens auch aus der kommunalen Ebene, ja? Weil ich das faszinierend und lehrreich finde. Ja? Also ich nehme das Beispiel in der Gemeinde. Da bekommen alle Bürger einen Brief, da steht drin, wir möchten ein Schwimmbad bauen. Ja? Das führt dazu, dass die Infrastruktur, die Attraktivität unserer Gemeinde gesteigert wird. Das kostet aber so und so viel. Das heißt pro Bürger so und so viel. Wir wollen es finanzieren auf die Weise. Das heißt für Ihre Steuern, dass Sie sich um den Betrag X erhöhen würden. Stimmen Sie dem Bau des Schwimmbads zu oder nicht? Ja. Und das Interessante ist doch an der Schweiz. Also, man darf das sagen, dass die Schweiz, wenn man auf die Infrastruktur guckt, ein ausgesprochen gut organisiertes Land ist. Da fehlt es eigentlich an wenig. Und trotzdem ist es so, dass die mit weniger Steuermitteln auskommen als wir. Das finde ich faszinierend. Und die internationale vergleichende Forschung, auch die Forschung der Schweiz und im Übrigen hier im Raum, sehe ich den, der darüber am besten Bescheid weiß, Professor Gebhard Kirchgessner, der das seit Jahrzehnten erforscht und darüber hervorragend publiziert hat, zeigt, dass je mehr die Bürger an dieser Entscheidung beteiligt sind, desto weniger werden öffentliche Finanzen verschwendet. Ja, desto sparsamer wird damit umgegangen, desto effizienter. Und was ich ganz interessant finde, es zeigt sich sogar, dass da, wo die Bürger an Entscheidungen über Steuern, jetzt rede ich nicht vom Ausgeben, sondern vom Geld einnehmen, beteiligt sind, dass da die Steuermoral auch höher ist. Was ich gut verstehen kann, weil es eben ein Unterschied ist, ob ich das Gefühl habe, das ist mein Geld, ja, und der Staat will mir das wegnehmen. Wir haben doch in Deutschland diese, wie ich finde, kindische, absurde, wirklichkeitsvergessene Scheidung zwischen uns und denen da oben, dem Staat. Ja, weil wir gar nicht verstehen, dass es unser Gemeinwesen ist. So, das ist aber solange jetzt aus Sicht des Bürgers, die da oben sagen, du musst jetzt so und so viel abgeben und wir entscheiden allein, was wir damit machen. Ja, dann habe ich natürlich das Gefühl, denen möchte ich möglichst wenig geben. In dem Moment, wo ich vor die Frage gestellt werde, ja, was wollen wir denn öffentlich tun, was wollen wir wie finanzieren und wie wollen wir das aufbringen, verhalte ich mich doch ganz anders, weil ich meine, das ist ja unser Geld, das ist unser Gemeinwesen. Und das ist der entscheidende Punkt, meine ich, an der direkten Demokratie. Und hier zeigt zum Beispiel, die direkte Demokratie führt zu einem höheren Informationsstand, ja, führt zu mehr Diskussion, und zwar insbesondere mehr Sachdiskussion unter den Bürgern, weil es einen Unterschied macht, ob ich weiß, ich kann da eh nichts machen, oder ob ich weiß, was wir sehen, am 1. März ist Abstimmung, da müssen wir darüber ein Urteil gebildet haben. Das führt zu mehr Engagement. Viel mehr Menschen als bei uns engagieren sich, weil es eben nicht nur Menschen sind, die in politischen Parteien sind. Also als wir in Deutschland auf Landesebene mehr direkte Demokratie durchgesetzt haben, ich darf Ihnen in Klammern nur sagen, ich sage mal Bayern als Beispiel, ja, weil sie sagt, das wird immer nur zur Verhinderung benutzt. Der erste erfolgreiche Volksentscheid wird jetzt sein für eine Gemeinschaftsschule. Wie war es vorher?
Vorher wurden in Bayern die Schüler nach Religionszugehörigkeit separiert, und zwar nicht in Religion, sondern in Mathematik, in Geschichte, in Gemeinschaftskunde. Wir hatten in Bayern sogenannte Bekenntnisschulen nach Religionszugehörigkeit getrennt. Und die Bayerische Staatsregierung, CSU, hat es damals nicht vermocht, das zu ändern. Es war eine Initiative aus der Bürgerschaft, die gesagt hat, wir wollen, dass alle Kinder ungeachtet der Religionszugehörigkeit in den normalen Fächern außerhalb des Religionsunterrichts gemeinsam unterrichtet werden. Wir haben in Bayern das bessere Müllkonzept durch Volksentscheid eingeführt, wo die Staatsregierung gesagt hat, das geht nicht, die Bürger werden das nie akzeptieren. Seit wir es haben, hat dann der damalige Ministerpräsident eine Regierungserklärung gemacht, hat gesagt, immer noch haben wir 5 Jahre, Geburtstag des Gesetzes war das, haben wir, immer noch haben wir in Bayern das weltweit modernste, nachhaltigste, ökologische Konzept der Müllbeseitigung und der Müllpolitik, und jede Woche kommen zu uns Delegationen aus allen Ländern der Welt, um das zu studieren. Also es war nicht verhindern, sondern es war etwas einführen, was immer mehr andere von uns dann übernommen haben, auch Baden-Württemberg. Also könnte viel mehr Beispiele geben. Aber was entscheidend ist, ist, dass es eben auch das Gefühl der Menschen stärkt, dass es unser Gemeinwesen ist und damit die Verantwortung der Menschen, den Zusammenhalt der Menschen, der nirgendwo in Europa, zeigt die Empirie, so groß ist wie in der Schweiz. Und wenn ich jetzt diesen Schlenker machen darf, weil Sie mich zu Beginn danach gefragt haben, ich persönlich glaube auch, wenn manche vielleicht jetzt erschrecken werden und das einen zu großen Sprung finden, ich glaube, dass das nicht nur für Deutschland wichtig ist, sondern auch für Europa. Ich glaube, dass wenn wir das gemeinsame Europa immer mehr so organisieren, dass dort große Bürokratien immer mehr Macht haben zu entscheiden über kleine Dinge, die bei den Leuten sich sozusagen im Alltag abspielen, und niemals die Bürger irgendwie eine Möglichkeit bekommen, mitzureden über diese Entscheidung, dann wird Europa irgendwann von ihm anfangen. Ich glaube, dass gerade Europa, also gerade je weiter die Entscheidung weg sind von den Menschen, desto dringender ist es, Verfahren einzuführen, durch die die Menschen sich einschalten und an den Entscheidungen beteiligt werden. Ich halte das für die einzige Möglichkeit, Europa wieder richtig aufs Gleis zu setzen. Danke, sehr schöne Perspektive. Herr Bartmann, Sie können gleich darauf reden. Ich weiß nicht, ob Ihre Verdienste, aber jetzt ist es mir doch etwas zu idyllisch geworden. Bitte, prüfen Sie die Idylle. Deutschland ist nicht die Schweiz und kann nicht die Schweiz sein. Und die Schweiz hat nun wirklich seit 500 Jahren ein doch etwas anderes System entwickelt, in dem auch Parteien eine andere Rolle spielen, aber durchaus eine Rolle spielen. Also auch Parteien sind Verbände von Menschen, die sich demokratisch engagieren. Das finden wir eigentlich gut, auch in der Schweiz sogar, finden wir das wahrscheinlich gut, dass sie das tun. Die stehen nicht dem Volk in irgendeiner bösen Absicht gegenüber, sondern es sind engagierte Bürger. Und in Deutschland gibt es eine sehr vielfältige Gesellschaft, die sich nicht, die sich organisiert, auch außerhalb von Parteien. Wir haben große Gewerkschaften mit wirklich erheblich einflussreichen Meinungen und viele andere Organisationen bis hin zu dem Verein der Demokratie, die sich einmischen. So soll das sein. Man soll sich auch gerne organisieren. Also es muss nicht immer nur alles in der völlig freien Abstimmung sein. Man sollte Interessen organisieren und sehen, wie man sie durchsetzen kann. Also die Parteiendemokratie muss man jetzt nicht ausspielen gegen direkte Demokratie. Das geht schon beides zusammen. Und so ausformuliert wie in der Schweiz, also mit einer Regierung, die, wir haben ja gerade jetzt, der Bundespräsident war zu Gast. Und natürlich wissen wir alle den Namen nicht, weil das ja sich auch ständig ändert. Das ist ja gut. Ja, das ist eben sozusagen eine andere politische Tradition, die auch gut ist und auch funktioniert, aber das können wir gar nicht übertragen. Die Schweiz hat ein vollständig anderes Rentensystem als wir. Das kann man ja sogar finden, aber wir sind also natürlich einigermaßen froh, dass jedenfalls unser Rentensystem eigentlich Katastrophen überstanden hat. Aber wie finden Sie das, dass der Neste-Manager, der 10 Millionen verdient, 2,7 Millionen in die Renten- und Sozialkasse einzahlen muss, jedes Jahr? Und bei uns nichts, weil er nicht mehr ab einer bestimmten Ebene verdient, gar nichts einzahlen muss? Das würde ich ihm gerne an Steuern wegnehmen. Ja, natürlich hat die Schweiz was Sinnvolles beschlossen. Das würde ich ihm gerne an Steuern wegnehmen und für unser sozialen warum kriegen wir es nicht, weil er sein Geld in der Schweiz gepackt hat? Ein neues Thema. Ja, aber also dass der Umgang sozusagen mit Geld in der Schweiz nun so unendlich viel
vorbildlicher sei als anderswo. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, es anständig zu machen. Und ich glaube sozusagen, wir sind in Deutschland auch relativ erfolgreich in den letzten 60 Jahren damit gewesen, Staatswesen aufzubauen, zu finanzieren, die Leistungen zu finanzieren. Ich glaube, der große Fortschritt, den wir uns gegönnt haben in den letzten Jahren und den wir jetzt auch hoffen, dass Europa ihn gut findet, das ist die Schuldenbremse. Also damit zwingen wir uns selbst, ausgeglichenen Haushalt zu bekommen. Wer hat es erfunden? Okay, das gebe ich zu. Da würde ich jetzt schon gerne nochmal einhaken, weil ich an dem Stichwort Schuldenbremse finde, dass ein Beispiel dafür ist, wie es nicht gibt, wenn es ohne die Beteiligung der Menschen funktioniert. Weil dort, wo sozusagen Politik den Blick auf die Schuldenbremse gemacht wird, ich spreche jetzt mal aus hessischer Perspektive, wo man es schon ganz gut beobachten kann, ohne dass sie jetzt sozusagen schon rechtlich zieht, ist es aber eben so, dass eine ganze Menge Gemeinden inzwischen mit Blick auf die Schuldenbremse und angesichts ihrer Verschuldungssituation dazu übergehen, Leistungen für Bürgerinnen und Bürger, die sich alle wünschen, zu streichen. Das fängt an beim ÖPNV, wo eine Buslinie nach der anderen abgestellt wird, weil die Gemeinde nicht mehr das Geld dafür hat oder der Kreis nicht mehr das Geld dafür hat. Aber dann werden die Bürgerinnen und Bürger nicht gefragt. Also, das ist, glaube ich, schon... Aber den Bürgerentscheid gibt es in Hessen auf kommunaler Ebene schon. Das können die einfach machen, die Bürgerinnen und Bürger. Die müssen sich nicht mal fragen lassen. Und über die Schulden... An dieser Stelle, wo es Geld kostet, immer ausgebremst. Nee. Das ist schon ein Knackpunkt, an dem dann eben auch direkt demokratische Beteiligungsmöglichkeiten sich die Zähne ausweisen. Also es gibt ein paar Enklaven, wo dann sowas wie Bürgerhaushalt eingerichtet wird, der aber, und das ist eben auch eine negative Erfahrung, dann in der Regel darin besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen sollen, wo denn gestrichen werden soll. Und dann wird, finde ich, die Sache in ihr Gegend verkehrt. Und auf der anderen Seite ist es eben schon so, dass auch hier im Mainstream der politischen Debatte Steuererhebung als etwas Negatives dargestellt wird. Dass sozusagen Steuererhöhung per se verteufelt wird. Wir haben es in der letzten Legislatur ja ganz massiv gehabt, aber auch in dieser Halbperiode ändert sich an diesem Grundthema nichts und eben nicht die Frage gestellt wird, was wollen wir denn eigentlich in der Gesellschaft realisieren und auf welche Weise wollen wir es finanzieren? Das wird nicht wirklich zur Debatte gestellt. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Ansatzpunkt wäre, wenn tatsächlich auf Gemeindeebene die Möglichkeit bestünde, da konkrete Erfahrungen zu sammeln und auch tatsächlich über die finanziellen Angelegenheiten zu bestimmen und auch über die Frage zu bestimmen, wo wir Geld hernehmen. Nicht nur darüber zu entscheiden, was wir mit den nicht ausreichenden Mitteln nicht machen. Ich würde sagen, Herr Frey, reagieren Sie kurz darauf und dann würde ich eigentlich gerne öffnen, weil es sind so viele spannende Personen im Publikum, dass wir auch diskutieren möchten. Ich würde ganz kurz sagen, ich würde an irgendeiner Stelle gerne auch die Schweiz mal kurz kritisieren, wenn das in diesem Hall zulässig ist. Weil ich glaube, auch das ist nötig, nicht, dass hier ganz falsche Eindrücke macht. Herr Frey, und dann noch eine Kritik der Schweiz. Aber das Wort würde ich die Schweiz noch schön loben. Und zwar, weil Sie, ja, die Schweiz an sich und die Art und Weise, wie sie sich organisiert. Sie haben das Beispiel angeführt und haben gesagt, wir bräuchten mehr direkte Demokratie, auch im europäischen Maßstab, um Europa zum Erfolg zu bringen. Da würde ich sagen, das ist eigentlich auch ein anderes Thema. Ich glaube, dass Europa dann erfolgreich wird, wenn es sich nicht mehr um Schulobstprogramme kümmert, wie wir es heute im Bundestag beispielsweise hatten, sondern wenn sich Europa im Sinne der Subsidiarität um die richtigen Fragen kümmert. Und das orientiert sich nicht an einem möglichst großen Haushalt. Also ich will das klar formulieren, würde man den Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland in den europäischen Maßstab übertragen, dann wäre das nicht das Europa, das ich mir vorstelle. Und zu Ihnen, liebe Frau Leidig, würde ich gerne sagen, zunächst einmal ist es natürlich im kommunalen Rahmen eben nicht so, wie Sie sagen, dass man dort nicht über finanzwirksame Dinge abstimmen könnte. In allen Landesverfassungen, die ich kenne, jedenfalls in diesem Zusammenhang, ist es lediglich so, dass die Entscheidung über Haushalte in Negativkatalogen ist und darüber nicht abgestimmt werden kann. Und das hat vielleicht auch
durchaus seine Begründung, weil es funktioniert eben nicht überall so gut wie in der Schweiz, die das traditionell eingeführt hat. Wenn ich es richtig weiß, haben beispielsweise die Bürger in Kalifornien entschieden, dass es grundsätzlich keine Steuererhöhungen geben darf, mit der Folge, dass der Staat dann anschließend bankrott war. Und das ist ja sicherlich etwas, wo man ganz eindeutig sieht, wie es auseinanderfallen kann und wie es nicht unbedingt so gut, nur so gut funktionieren kann, wie es in der Schweiz in der Vergangenheit der Fall war. Aber ein Aspekt, Frau Leidig, würde ich dann schon gerne einführen. Sie können ja darüber fabulieren, ob Steuererhöhungen etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Da werden wir im Zweifel unterschiedlicher Meinung sein. Und alles lässt sich letztlich in irgendeiner Weise rechtfertigen. Was aus meiner Sicht aber nicht geht, ist, dass wir sozusagen Entscheidungen treffen, und zwar egal, ob als Abgeordnete oder als Stimmbürger, die nicht uns, sondern spätere Generationen belasten. Und deswegen ist es natürlich ein Erfolg, wenn es eine Schuldenbremse gibt. Und es ist natürlich eine richtige Form von Selbstbeschränkung, wenn man sich heute nicht Dinge gönnt, die mögen so wünschenswert sein, wie sie auch nur sein wollen, die man nicht selber bereit ist zu bezahlen, sondern späteren Generationen auferlegt. Also da glaube ich, das ist so ein Punkt, da kommen wir in jedweder Form von Demokratie auch an Grenzen. Ich glaube, hier möchten wir dieses Thema auch ein bisschen wieder zurückbringen zur direkten Demokratie und dort noch mit einer Kritik der Schweiz aufhören, bevor wir öffnen. Ganz kurz. Ja, ich glaube, dass bei der direkten Demokratie nicht nur das Ob wichtig ist, sondern das Wie. Wie immer im Leben. Ja. Sie haben ein Beispiel gerade gegeben, Herr Frey, wo ich Ihnen zustimme, nämlich mit dem Hinweis auf Kalifornien. Ja. Ich finde nicht nur das Ergebnis da extrem problematisch, sondern ich finde, dass in Kalifornien die direkte Demokratie in einer Weise geregelt ist, dass mir die Haare zu Berge stehen. Ja. Das ist das wirkliche Beispiel, wie man es nicht machen sollte. In Kalifornien haben Sie zum Beispiel nicht, wie wir das übrigens auch, wie das im SPD-Entwurf jetzt wieder ist, der ja fußt auf dem alten Entwurf, wie wir das immer gemacht haben, ein dreistufiges Verfahren, das Initiative, Begehren, Entscheid haben, wo das ganze Verfahren darauf angelegt ist, eine breite, umfassende, wirklich sachliche Diskussion zu organisieren. In Kalifornien haben sie Initiative und dann sofort Entscheid. Und das läuft so, dass man bei der Initiative in der öffentlichen Kommunikation gar nicht den Namen der Initiative nennen darf. Das ist ein völlig aberwitziges Gesetz, man darf nur die Nummer sagen. Das heißt, da gibt es Abstimmungskämpfe, da haben sie überall Plakate und sie haben Fernsehwerbezeiten und sowas. Da heißt, vote yes on Prop 14, ja. Say no on 32. Sie wissen gar nicht, worum es geht. Und im Kern ist es eine Frage, wer kann sich die Werbezeit leisten? In Kalifornien kann man im Grunde Abstimmungen kaufen. Also davon kann man lernen, wie man es nicht macht. So, jetzt ist die Frage, kann man von der Schweiz lernen, wie man es macht? Ich finde, in vielen Jahren. Aber es gibt einen Punkt, und im Grunde, Herr Gullmann, haben Sie es schon angesprochen, der mich wirklich massiv stört in der Schweiz. Das hat damit zu tun, dass die früh dran sind, ja, die sind oft nicht so schnell bereit, Dinge auch zu verändern. In die Schweiz ist die erste Form sozusagen, in der Schweiz die direkte Demokratie organisiert wurde, weil die Volksinitiative, durch die man die Verfassung ändern oder ergänzen konnte. Die blieb bis heute. Und das führt dazu, dass eigentlich alles, was die Bürger beschäftigt, jetzt per Volksinitiative in die Verfassung geschrieben wird. Und die Verfassung ist ein immer unleserliches und unbrauchbareres Buch, und das die Schweiz dadurch nicht mehr kennt. Das ist die Hierarchie im Recht, wie wir sie kennen, mit Primärrecht, Sekundärrecht und zwei, wo wir eben ganz klar gesagt haben, Volksentscheide müssen sich innerhalb des Verfassungsrahmens bewegen, müssen sich an Verfassungsrecht, an internationales Völkerrecht und so weiter halten. Das ist in der Schweiz so, dass man die Stimmung hat, wir können uns im Grunde über alles hinwegsetzen. Ja? Also jetzt in dieser Initiative zum Beispiel steht drin, dass zu dieser begrenzten Einwanderung, die nun geschaffen werden soll, das ist ja alles, bleibt ja letztlich offen, wie es genau sein soll, aber es steht dann drin, dass darunter auch das Asylrecht fällt, ja, soll auch begrenzt werden. Bei uns ist das Asylrecht ein Verfassungsrecht, ja, genauso wie die Freizügigkeit, wie das Antidiskriminierungsgebot des Grundgesetzes, das damals, also das dem Minarett-Entscheid bei uns im Wege gestanden hätte. In der Schweiz sieht man das nicht so. Das möchte ich echt kritisieren, weil ich glaube, es gibt einen Grundbestand des Rechts, den man nicht mehr in Frage stellen sollte. Und im Asylrecht, an einer Stelle würde ich nur, dann gebe ich wieder an Sie und das Publikum, dann doch ein bisschen Wasser auch in unseren Wein gießen, weil wir zeigen einen leichten Finger auf die Schweiz und sagen, ja, die
wollen die Grenzen hochziehen und nicht mehr so viele Leute reinlassen. Die Schweiz hat 23,3% Ausländer, wir haben 8,7%. Ja, das ist ziemlich anders. Und wir sind nicht so heilig wie wir sind. Weil was wir in Europa machen ist, dass sozusagen, wenn man im Club ist, dann darf man reisen. Aber außenrum ziehen wir die Grenzen ganz hoch. Ja, das Asylrecht haben wir im Grunde auf den Umweg über eine europäische Regelung außer Kraft gesetzt. Man kommt nämlich gar nicht mehr rein. Ja. Also das möchte ich dann mitdiskutieren, bevor man immer sagt, die Schweizer, die Merkwürdigen, bei denen das Völkerrecht zurückgeht. Wir haben das auch ganz schön hingekriegt. Ja, viele meine ich, wenn wir gucken, dass wir nicht mehr mit den Flüchtlingen. Ich fahre jeden Tag hier durch beim Reichstag seiner Aufschrift, die mich immer wieder irritiert. Dort steht dem deutschen Volk. Und da frage ich mich jedes Mal, wer ist das Subjekt dieses Datums? Beim Eingang der Universität Zürich steht oben über dem Eingang durch den Willen des Volkes. Weil die Gründung der Universität Zürich in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts durch eine Volksabstimmung möglich war. Ich glaube, hier liegt ein Unterschied. Danke.